Deutschland auf der Couch, so heißt ein Bestseller von Stefan Grünewald. Wir wollten von ihm wissen, was das Ganze für das Wahljahr 2017 bedeutet. Herr Grünewald, Sie haben gesagt, ein Zeichen des Populismus ist, dass Populisten den Menschen wieder das Gefühl geben, wirksam werden zu können, wieder Bedeutung zu erlangen. Möglicherweise, dass man zum Retter des Abendlandes wird. Ist dem denn beizukommen, gerade in so einem Wahljahr, mit sachlicher, vernünftiger Berichterstattung? Sachliche Berichterstattung ist nach wie vor ein Qualitätskriterium. Also Lügen haben zwar diesen Charme, dass sie die Wirklichkeit nach eigenem Gusto zurechtschustern, dass sie eine ungeheure Plausibilität und dynamische Kraft haben, aber das Sachliche gibt langfristig Sicherheit. Wichtig ist aber, dass die Menschen einen Auftrag erfahren. Sie wollen bewegt, sie wollen begeistert werden. Und hier war, glaube ich, in der Politik die letzten Jahre das große Manko. Die Menschen haben eine Art Stillhalteabkommen mit der Politik geschlossen. Wir stellen keine Fragen, wir üben keine Kritik. Diese Art der Selbstkorrumpierung hat aber jetzt dazu geführt, dass man sich entmündigt gefühlt hat, dass der Dialog mit den Politikern verloren gegangen ist. Da ist im Moment in der offiziellen Politik kaum anpackbare Zukunftsziele gibt, springen die Leute ganz gerne auf die Populisten, die ihnen jetzt quasi so probate Ziele, wir retten das Abendland und geben dir dadurch eine eigene Bedeutung, anbieten. Sie haben eben in Ihrem Vortrag auch darauf hingewiesen, dass die entscheidende Zäsur in der Kanzlerschaft von Angela Merkel die doch etwas überraschende Flüchtlingspolitik aus dem Jahr 2015 war. Können Sie das noch mal genauer erläutern? Mit ihr wurde eine ungeheure Verlässlichkeit, eine permanente Gegenwart verbunden. Keine Experimente, keine großen Visionen. Sie ist diejenige, die sich quasi zölibatär für das Land, für die Wähler aufopfert und dadurch eine ungeheure Vertrautheit ausstrahlt. Dann hat sie aber quasi die Arme geöffnet, ist zum internationalen Willkommensengel geworden. Und dadurch war auf einmal die Frage, die bange Frage, die verwunderte Frage der Bürger da, wen liebt Mutter Merkel denn wirklich, die eigenen Kinder oder die fremden Kinder, die jetzt die Turnhallen bevölkern? Jetzt kommen Leute ins Land, die todesmutig sind, die jedes Risiko in Kauf nehmen, die alle Brücken abbrechen, die den festen Glauben an ein besseres Leben haben. Das wird als eine ungeheure Kraft, als eine ungeheure Power erlebt. Und diese Power führt dazu, dass man insgeheim manchmal das Gefühl hat, die sind uns überlegen. Dem können wir nichts entgegensetzen. Wir tun häufig so, als wenn Trump, Populismus und Nationalismus plötzlich wie ein kosmisches Gewitter über uns hereinbricht. Es ist vielmehr die letzte Kapriole eines 25-30-jährigen Prozesses, den wir psychologisch beobachten. Dieser Prozess begann in den 90er Jahren nach dem Mauerfall, eine Phase der Entideologisierung, der coolen Gleichgültigkeit. Wir haben uns von politischen Programmen, von Leitbildern verabschiedet. Wir haben uns in der Spaßgesellschaft ergötzt. Die Politik war dafür da, den Versorgungsrahmen aufrechtzuerhalten. Jetzt haben wir die Erfahrung gemacht, die Gegenwart ist instabil. Wir sind in einer ungeheuren Wandlung und in diesem Wandlungsprozess ist auf einmal das Heil, die Sehnsucht der Gestalt da, dass wir einen Wunsch haben, die Rolle rückwärts in diese alte Beschaulichkeit der Bundesrepublik, in die alte Beschaulichkeit einer DDR ohne Stasi mit Grundeinkommen zu suchen und hoffen, die alten Rezepte noch mal aufwärmen zu können. Wie viele Menschen in Deutschland sich nach einer vermeintlich beschaulichen Vergangenheit sehnen, wissen wir nicht. Aber ein kritischer, engagierter und vor allem lesernaher Journalismus kann vielen wieder Lust auf Zukunft machen.